Bei einem Hallenfußballturnier in Hamburg ist es am Freitagabend zu einer blutigen Massenschlägerei gekommen. Beim Schweinske Cup in der Alsterdorfer Sporthalle im Stadtteil Winterhude hatten Lübecker Fans ein Transparent der St. Pauli-Fans demoliert und zerrissen. Daraufhin kam es zu einer heftigen Prügelei zwischen zahlreichen Hooligans. Was ist denn drin passiert? Drin ist Folgendes passiert, dass die Fangruppen von Lübeck und St. Pauli sich die ganze Zeit schon mit Sprechgesängen bekämpft haben, dass irgendwann dann auch körperlich wurde und die Kinder völlig verunsichert sind. Und wir wollen jetzt gerne die Halle verlassen hier und wollen zu unseren Autos kommen. Und es ist anscheinend nicht möglich, dass wir sicher zu den Autos kommen. Das ist jetzt Tatsache. Gab es denn da körperliche Auseinandersetzungen? Aber hallo, richtig zur Sache ging das da, ja. Können Sie das mal beschreiben? Das möchte ich Ihnen näher beschreiben. Die zur Hilfe gerufene Polizei setzte Pfefferspray ein und trieb die Randalierer schließlich nach draußen, wo diese die Schlägerei fortsetzten. Auch Journalisten wurden von den Hooligans bedroht. Die Feuerwehr setzte über 30 Rettungswagen ein, mehrere Notärzte versorgten Verletzte. Über 200 Polizisten nahmen mehrere Fans fest, es herrschte totales Chaos. Das Turnier sollte eigentlich am Samstag fortgesetzt werden, wurde aber vom